Herzlich willkommen, guten Abend. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten Maldextra-Salon. Maldextra, was ist das? Das ist die Zeitschrift der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die produziert wird gemeinsam mit der Kommen Verlags EG. Maldextra heißt auf Esperanto links und es handelt sich hier um ein Auslandsjournal, das globale Perspektiven vermitteln möchte, auf linke Politik, auf die Politik des Internationalismus, auf die Politik der globalen Solidarität. Wir haben mittlerweile die 14. Nummer von Maldextra publiziert. Heute ist aber der erste Salon. Das haben wir uns überlegt, dass wir gerne zu jeder Nummer, zum Launch jeder Nummer ein Gespräch führen möchten. Eigentlich mit der Zielsetzung, die Themen, die wir in diesem Heft behandeln, dann auch nochmal live zu verhandeln mit Gästen. Das Thema dieser Ausgabe war gewählt als linke Bewegungen und wir hatten das natürlich vor dem Krieg in der Ukraine konzipiert, die Texte eingeworben und wir wollten Beispiele zeigen, wie linke Bewegungen heute erfolgreich auch agieren können im internationalen Kontext. Dann kam der Krieg in der Ukraine über uns und natürlich mussten wir das Thema der Veranstaltung verändern. Wir reden heute über das Thema Es ist Krieg, was kann die Linke tun? Wollen das aber verknüpfen mit genau dieser Frage, die wir auch in der Maldextra-Nummer behandeln, nämlich der Frage, wie kann die Linke wieder stärker werden? Und ich glaube, das ist das Thema, das uns alle bewegt, denn die Linke ist natürlich momentan in einer sehr schwierigen Situation, in einer Situation der Krise. Nach verschiedenen Wahlniederlagen hier in Deutschland, aber auch international befinden sich linke Bewegungen nicht überall im Aufschwung. Es gibt Beispiele wie Chile, aber hier in Europa ist es eben momentan, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige und herausfordernde Situation für viele linke Bewegungen. Das heißt, heute ist das Thema Krieg und Perspektiven der Linken und dazu möchte ich unsere beiden Gäste begrüßen, ganz herzlich Julia Fritsche. Sie ist Hallo. Journalistin für den Bayerischen Rundfunk, für Arte, für Analyse und Kritik. Sie hat viele Radio-Feature produziert. Eine davon haben auch angesehene Preise oder wurden mit angesehenen Preisen ausgezeichnet. Zum Beispiel ihr Feature „Das Pogrom von Hoyerswerda“, eine Reise in die Gegenwart, erhielt den Pechmann-Preis 2018. 2019 hat Julia Fritsche dieses Buch veröffentlicht: „Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung“, erschienen im Nautilus Verlag und möchte ich hier ein bisschen anpreisen, sozusagen, denn es ist ein interessantes Buch, das darüber handelt, wie eine Politik der sozialen Gerechtigkeit verbunden werden kann mit einer Politik der ökologischen Transformation des Feminismus und auch des Antirassismus, anhand von unterschiedlichen Fallbeispielen diskutiert vor dem Hintergrund einer Perspektive auch des Internationalismus und der globalen Solidarität. Und unser zweiter Gast ist Susanne Henning-Welso. Herzlich willkommen, die Parteivorsitzende der Partei Die Linke, im Februar 2021 gewählt, also etwa vor einem Jahr. Das war, glaube ich, ein sehr schwieriges Jahr. Die Bundestagswahlen sind in einer Niederlage gemündet. Du hast aber ein Mandat natürlich im Bundestag errungen, bist also Bundestagsabgeordnete. Davor war Susanne Henning-Welso Partei- und Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke in Thüringen und eine maßgebliche Stütze der von der Linken geführten Landesregierung. Von Beruf ist Susanne Henning-Welso Pädagogin und außerdem, ich weiß, hobbymäßig, vielleicht heute noch, aber früher sehr aktiv als erfolgreiche Eisschnellläuferin. Und Susanne ist geboren 1977 in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Das wollte ich noch nachtragen. Julia ist geboren 1983 in München. So, also herzlich willkommen nochmal zu unserer Diskussion heute Abend. Bevor wir dem Gespräch beginnen, möchte ich ein paar organisatorische Hinweise noch geben. Es handelt sich um eine hybride Veranstaltung. Das heißt, wir haben heute einen Livestream laufen, der auch auf Englisch übersetzt wird. Dazu begrüßen wir neben den anwesenden Zuschauerinnen hier im Salon auch die Zuschauerinnen des Livestreams und unsere internationalen Kollegen der Stiftung, die wir eingeladen haben, teilzunehmen an einer englischen Übersetzung der Diskussion, weil wir sehr viele Nachfragen haben aus dem internationalen Kontext, was passiert gerade in Europa, was passiert gerade in Deutschland, was
passiert gerade mit der Linken. Im Stream ist nur das Podium, also wir drei hier zu sehen. Aber wir werden die Gelegenheit haben, auch Fragen und Kommentare aus dem Publikum entgegenzunehmen und auch zu beantworten. Wir wollen gerne in die Diskussion kommen. Dasselbe gilt für die Zuschauerinnen des Livestreams. Es können Fragen gestellt werden über den Chat sozusagen und die werden dann hier entgegengenommen und oder Hannah Pfinning wird sozusagen die Fragen sammeln und wir werden sie dann hier in die Diskussion bringen. Wichtig ist für alle Anwesenden, dass wir ins Mikrofon sprechen, damit diese Übertragung funktionieren kann. Das heißt aber, dass die Stimmen im Internet zu hören sein werden. Ich muss das sagen, denn wir müssen darauf hinweisen, wenn ihr nicht wollt, dass eure Stimme im Internet zu hören ist, dann müsstet ihr eure Fragen bitte auf Zettel schreiben und auch ebenfalls bei Hannah jetzt abgeben. Gut, so viel zur Organisation. Ich würde jetzt gerne mit einer Frage erstmal an Julia beginnen. Der Krieg in der Ukraine wühlt uns alle auf. Seit dem 24. Februar verfolgen wir die schrecklichen Bilder und versuchen zu begreifen, was in der Ukraine passiert, welche Folgen der Krieg auch hier hat für uns in Deutschland, aber auch international. Und in der ganzen Debatte ist sehr viel die Rede von Zeitenwende, von einer tiefen Zäsur. Was denkst du, ist der Krieg tatsächlich eine Zeitenwende und schafft eine ganz neue Situation oder ist der Krieg nicht vielmehr eine Zuspitzung der vielen ineinandergreifenden Krisen des globalen Kapitalismus, die wir in den vergangenen Jahren beobachten? Danke, Boris, und vielen Dank auch, dass ihr alle da seid oder zuschaut und zuhört. Also Zeitenwende oder Verschärfung, erstmal beide Antworten, wenn ich sie geben würde, wären schlecht und schlimm. Tut mir leid für den Spoiler. Ich finde die Frage trotzdem wichtig, weil Zeitenwende suggeriert ja, dass vorher ein weniger katastrophaler Zustand geherrscht hätte. Also es ist sicher, glaube ich, wenn wir jetzt mal die Menschen angucken, Zeitenwende, hört ihr mich noch? Es ist sicher, wenn wir jetzt die Menschen angucken, glaube ich, eine Zeitenwende für die Menschen in der Ukraine, die gerade Angehörige verlieren oder selber schreckliche Dinge erleben, wie die ganzen Bilder, die wir gesehen haben, Folter und Gewalt. Das Leben wird nicht mehr so sein wie vorher. Und über Generationen werden die Menschen, die betroffen sind, traumatisiert sein von dem, was sie jetzt erleben. Es ist auch sicher eine Zeitenwende für die Opposition in Russland, für die Menschen dort, die jetzt noch weniger auf die Straße gehen können, die zu Hause sitzen, gar nichts mehr sagen dürfen oder schon eingesperrt sind. Es ist auch eine krasse Zeitenwende, glaube ich, für die Menschen unmittelbar in der Region, jetzt wie in Moldawien, wo einfach so viele Flüchtende hinkommen, dass alle anderen Menschen dort auch wirklich krass betroffen sind. Gleichzeitig glaube ich, dass es für viele Menschen jetzt auch vielleicht so ein Krieg eher auch etwas ist, das sie kennen. Wenn wir Menschen in Syrien angucken, die den Krieg erlebt haben, oder Menschen aus dem Jemen oder so, die kennen auch leider diese ganzen Bilder, die wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, wie aus Butscha, aber auch aus anderen Städten und aus Mariupol haben wir ja gar nicht so viele Bilder. Aber viele dieser Menschen kennen das natürlich. Ich habe letztens mal in München am Hauptbahnhof geholfen. Da kam ein junger Mann und sagte, kann ich auch helfen hier mit den Geflüchteten? Ich bin aus Syrien und ich war ja 2015 hier und bin hier angekommen. Und die Menschen aus Syrien wundern sich auch nicht, dass Russland Wohnhäuser bombardiert, weil das da auch passiert ist. Insofern kennen das viele. Das ist vielleicht eine weniger große Zeitenwende. Und davon abgesehen, glaube ich, wie du gesagt hast, der zweite Teil verschärft es sich einfach für sehr viele Menschen jetzt mit diesem Krieg. Und es trifft die, die ohnehin immer getroffen werden und denen es ohnehin schlecht geht. Also vor allem arme Menschen im globalen Süden, die jetzt von dem Getreide abhängen aus der Ukraine. Aber auch arme Menschen hier werden mehr getroffen sein, wenn Gas teurer wird. Wir wissen von Frauen, dass sie oft die Krisen auffangen, aber auch, dass zum Beispiel Sanktionen jetzt gegen Russland dort Frauen auch mehr überproportional treffen werden. Geflüchtete werden es jetzt noch schwieriger haben, weil sie in Konkurrenz stehen zu ukrainischen Geflüchteten.
Und die, die bisher hier sind, kriegen keine kostenlosen Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Es wird schwieriger auf dem Wohnungsmarkt und alles. Und letzten Endes, was sich auch zuspitzt, aber vielleicht, wo sich auch ein bisschen was tut, ist in Sachen des Umgangs mit unserer Energie. Da gibt es so ein paar positive Ansätze jetzt, dass zum Beispiel die EU eine Kreislaufwirtschaft jetzt beschlossen hat. Also so Sachen wie, dass Sachen kaputt gehen, Obsoleszenz verbieten oder sowas, da tut sich ein bisschen was. Aber andererseits verschärft sich natürlich auch vieles oder zumindest tut sich nichts Gutes, wenn jetzt der Strom aus Katar kommt. Da kriegen wir jetzt keine Windräder her. Also das war jetzt der Blick so auf die Menschen. Und wenn wir gucken, was hat sich in unserem Russlandbild verändert, ist das eine Zeitenwende? Da glaube ich, ist es für viele schon eine Zeitenwende, weil wir, und da kann ich mich mit einschließen, übersehen haben, nicht klar genug gesehen haben, wie groß diese imperiale Ausweitung ist, obwohl es viele Anzeichen dafür gegeben hätte. Georgien, die Unterdrückung von Unabhängigkeitsbestrebungen in Tschetschenien, von Protesten in Kasachstan, die erwähnten Bomben auf Syrien. Also da hat sich, und das hat auch eine Tradition, die Unterdrückung von nicht-russischen Menschen und der Kolonialismus, den schon im Zarenreich und unter Stalin gegeben hat. Und da hat sich, glaube ich, was getan. Also die Linken, die waren da hatten ein bisschen die Kritik am eigenen Lager und am NATO den Blick versperrt auf Russland und auch so eine nostalgische Assoziation mit einer Russlands mit einer kommunistischen Idee. Und bei den Regierungen und Unternehmen war es, glaube ich, so, dass die ökonomischen Interessen einfach den Blick verstellt haben auf Russland. Und insofern müssen wir da alle nochmal neu drüber nachdenken. Es entsteht vermutlich so eine neue Blockkonfrontation. Die also liberalen Demokratien einerseits und Russland auf der anderen Seite. Und die Gefahr ist, glaube ich, dass da jetzt auch wieder der Blick verstellt werden könnte auf die eigene Region und nicht zu sehen, dass wir eine extrem rechte Gefahr auch innerhalb der EU zum Beispiel haben, mit Orbán, mit Polen, aber auch mit großen Erfolgschancen für Le Pen in Frankreich jetzt. Und deswegen, wir müssen auch, glaube ich, weiterhin jetzt innenpolitisch gucken, was im eigenen Lager passiert, weil für viele marginalisierte Menschen, für Frauen, für von Rassismus betroffene Menschen, für arme Menschen ist Sicherheit mehr als die Abwesenheit von Krieg. Ja, herzlichen Dank, Julia. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für unsere Diskussion heute nur mal einen Blick in dein Buch geworfen, Tiefrot und radikal bunt. Das ist, wie gesagt, im März 2019 erschienen und das ist ein optimistisches Buch. Danke. Das ist ein Buch, das sozusagen erzählt, wie verschiedene soziale Kämpfe ineinandergreifen können. Der Kampf um soziale Gerechtigkeit mit ökologischen Kämpfen und Kämpfen um Anerkennung, Kämpfen von Migrantinnen, Kämpfen, feministische Kämpfe. Und du entwickelst im Grunde eine Idee sozusagen von dem Verweben dieser unterschiedlichen sozialen Kämpfe, sozusagen, die sich dann ausdrückt in einem neuen linken Narrativ, ne, das wirklich auch Gesellschaft radikal sozusagen verändern möchte. Ich habe mich halt gefragt, wenn du heute ein neues Vorwort schreibst, erstens mal, würdest du das Buch heute nochmal so schreiben, auch mit dem Titel? Und wenn ja, und du müsstest ein neues Vorwort schreiben, was würde denn da drinstehen? Wie hätte sich denn sozusagen dieser Kontext, über den du hier in dem Buch schreibst, verändert? Was wären jetzt die Akzentsetzungen? Also den Titel würde ich gleich lassen. Ich sage nochmal kurz, wie der ist. Der heißt Tiefrot und radikal bunt. Und das ist so relativ einfach. Tiefrot steht für die alte Klassenfrage, die Frage von Arbeit und Verteilung und die Frage und radikal bunt steht für Vielfalt, für Diversität, für feministische Kämpfe, antirassistische Kämpfe. Aber da ist auch ein hoher Grünanteil drin, weil es auch um die ökologische Frage geht. Und das Wichtigste an dem Titel ist mir,
das Und zwischen Tiefrot und Radikalbunt, weil ich glaube, die alte Klassenfrage muss verbunden werden mit der Frage um Anerkennung. Also wir können nur Menschen ausbeuten, wenn wir sie vorher ideologisch ausgrenzen. Also wir können nur Frauen ökonomisch ausbeuten, schlecht bezahlen für Care-Arbeit, wenn wir vorher sagen, ach, die sind doch die anderen, die sind doch das liebende Geschlecht, die machen doch diese Arbeiten total gern. Wir können den globalen Süden nur ausbeuten, wenn wir sagen, ja, die Menschen, die haben halt da einfach ganz andere Ansprüche ans Leben und sind grundverschieden. Wir können auch die Natur nur ausbeuten, wenn wir sagen, die ist irgendwie sowas Externes. Dabei trinke ich ja Wasser und bin davon abhängig, dass das sauber ist und atme gerade Luft ein. Und wir wissen, wie wichtig das ist, dass die sauber ist. Das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren erlebt. Es ist nichts Externes von uns. Das heißt, was diesen ganzen Ausbeutungsverhältnissen zu eigen ist, also was sie gemeinsam haben, ist, dass sie etwas als das andere erklären, das andere Geschlecht, die andere Natur, andere Menschen, die nicht zu unserem eigenen gehören. Und genau, das geht, glaube ich, nur, wenn wir Anerkennung und Verteilungsfragen müssen wir zusammendenken. Es geht nicht mehr, geht nicht anders und ging noch nie anders. Was ich übersehen habe, und das würde sicher dann in einem Vorwort heute stehen, weil es das auch nicht zu finden gab in den linken Bewegungen, ist eine starke Friedensbewegung. Also ich habe Teilaspekte thematisiert, also zum Beispiel Rüstung, aber nur in anderen Kontexten. Wenn ich gesagt habe, ja, wollen wir Geld für Care-Arbeiten, für Krankenhäuser ausgeben oder für Rüstung? Ja? Ich habe auch Krieg thematisiert, aber zum Beispiel nur im Zusammenhang mit Flucht und als Fluchtgrund. Und ich habe, weil ich es auch übersehen habe und weil es auch auf den Straßen der letzten Jahre nicht so zu finden war, keine Friedensbewegung beschreiben können, die sich für Abrüstung einsetzt, wirklich für eine Friedensperspektive einsetzt, die sagt, von Deutschland aus at least oder es sollten überhaupt keine Waffen mehr in diese Welt gehen, weil sie richten gerade sehr großen Schaden an. Und wir müssen anders für Frieden sorgen. Das fehlt. Genau, und darüber werden wir, glaube ich, in der Folge jetzt auch heute noch weiter diskutieren, genau über diesen Aspekt. Susanne, ich möchte dir jetzt aber zuerst die erste Frage stellen. Der Krieg und die Bilder der Gewalt in der Ukraine schockiert ja die ganze Öffentlichkeit. Und viele Menschen fragen sich, was können wir tun, um diesen Krieg zu beenden? Oder was können wir tun, um auch Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind? Gleichzeitig ist es auch so, dass innerhalb der Partei Die Linke insbesondere, glaube ich, wirklich tatsächlich, wie Julia auch schon angemerkt hat, auch ein Schock eigentlich im Grunde existiert, weil unser Russlandbild oder das Russlandbild, das in der Partei sozusagen dominierend war, einfach anhand der neuen Realität so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das erzeugt viele Identitätsprobleme sozusagen innerhalb der Partei und viele auch Grabenkämpfe jetzt. Du bist die Parteivorsitzende der Partei Die Linke. Wie diskutiert ihr denn über die Situation momentan und welche Fragen stellt ihr euch? Was sind die Diskurse, die entwickelt werden? Das ist eigentlich eine Frage, die den ganzen Abend erfordert. Aber ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Erstmal, Julia, danke für deine Gedanken. Ich habe schon ganz viele Ideen bekommen, über was wir alles reden müssen. Ich habe mir auch schon viele Stichworte jetzt nebenbei gemacht. Vielleicht kommen wir ja heute Abend noch dazu. Zunächst will ich mal mit einer persönlichen Erfahrung anfangen, weil wir natürlich auch als Genossen, als Mitglieder der Partei Die Linke, als Linke in dieser Gesellschaft auch Menschen unter Menschen sind, die Gefühle haben und sich wahrscheinlich besser verstehen, wenn sie sich gegenseitig akzeptieren, auch in ihrer Unsicherheit, in ihrer Desorientierung, nach diesem Schockerlebnis, dass es tatsächlich diesen Angriffskrieg durch Russland, sprich Putin, gibt. Als ich an dem Morgen wach geworden bin, als der Übergriff und der Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat, war ich zutiefst schockiert. Und mein erstes Gefühl war, dass mein Gefühl von Freiheit, mich überall bewegen zu können, die Welt zu erobern, die Welt zu erfahren, für mein Kind die Sicherheit zu haben, dass es in Frieden aufwächst, mit einem Schlag weg war.
Und das hat mich stark beeindruckt, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielen Menschen in dieser Republik so geht, dass es vielen Menschen in Europa so geht. Und war mit der Erkenntnis verbunden, dass in dem Moment, als der erste Panzer der Russen die ukrainische Grenze überfahren hat, faktisch die Ukraine gar keine Chance mehr hatte, in irgendeiner Form selbst zu entscheiden, wie mit diesem Konflikt umgegangen wird und faktisch es nur noch Verlierer in diesem Krieg geben kann. Dazu kommt, dass wir seitdem sehr viel miteinander diskutieren. Für mich ist das ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist, der zurückgewiesen gehört, wo du es schon sagst, wo man muss und auch nur sagen kann, die Waffen müssen niedergelegt werden. Jetzt höre ich mich wieder. Also im Ohr meine ich. Weil wir uns natürlich alle nicht vorstellen können, dass es Krieg in Europa vor unserer Haustür gibt. Aber wie macht man das? Das ist die große, große Frage. Und deswegen Zeitenwende finde ich heute, ich meine, der Begriff ist ja durch Olaf Scholz geprägt, vielleicht sollten wir ihn als Linke etwas weiter prägen, weil Zeitenwende natürlich auch bedeutet, dass es davor etwas gab, was wir aufzuarbeiten haben, zum Beispiel die Frage, und ich habe eigentlich auch heute noch mehr Fragen als Antworten, weil es sehr komplex ist, was dort passiert ist, was wir übersehen haben, wo wir hingehen wollen, was wir als Linke tun können, dass wir verstehen, warum wir nicht erkannt haben oder Teile unserer Partei zum Beispiel nicht erkannt haben, dass Putin halt kein Genosse ist, Russland nicht mehr die Sowjetunion ist und wir es mit einem Autokraten zu tun haben, der nationalistisch, antidemokratisch agiert hat, auch in den letzten Jahren schon und vor allem imperialistisch. So, die Kriege, die Russland geführt hat, haben es gezeigt. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland, in die auch Deutschland gegangen ist, ist ja auch ein Teil davon. Aber offenbar hat das nicht gereicht, aufzubrechen, diesen Gedanken, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und da gebe ich zu, dass wir als Ostdeutsche möglicherweise da anfälliger waren, auch aufgrund von unserer Sozialisation, unserer möglichen Blockzugehörigkeit, unserer Erziehung. Und das sind Fragen, die mich wirklich beschäftigen und die wir auch heute, ich glaube, jetzt sind 6 Wochen in etwa, ne? 5 oder 6 Wochen, die der Krieg herrscht, tatsächlich in der Linken erst anfangen zu diskutieren. Das, was wir vor uns haben, auch als Partei Die Linke, ist ein echter, also Bruch mit dem, Gefühl bzw. der Erkenntnis, die wir geglaubt haben, Russland entgegenzustehen, also sprich, Russland wird keinen Krieg führen. Das ist jetzt aber so. Das Anerkenntnis ist noch nicht überall durchgesickert, daran arbeiten wir. Und ich finde, es gibt dafür auch gar keine Entschuldigung. Ich bin keine Freundin der NATO, aber diese Argumentation, aber die NATO hat diese Osterweiterung geführt, ist in keiner Weise irgendeine Begründung dafür, dass Putin einen Angriffskrieg führt. Und selbst das ist etwas, was wir miteinander diskutieren und nach in die Köpfe kriegen. Wenn ich sage, wir müssen Zeitenwende vielleicht als Linke anders definieren oder neu definieren, dann gehört dazu auch, dass wir, weil du gesagt hast, die Friedensbewegung haben wir ja, wenn wir ehrlich sind, nicht in Größenordnung wahrgenommen. Ostermärsche waren wenig besucht. Friedensdemo auf der Straße gab es quasi nicht mehr. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir uns auch zum Beispiel mit der Weltlage etwas zufrieden gegeben haben und in Sicherheit gewogen haben. Selbst hier in Europa, da passiert sowas nicht. Deswegen muss man darum nicht kämpfen, auch nicht solidarisch für andere, was wir in diesem Fall auch nicht getan haben. Faktisch hat uns die Realität überholt. Und deswegen muss man, glaube ich, den Blick durchaus dahin schauen, was löst eigentlich dieser Angriffskrieg aus. Und aus meiner Sicht ist es nicht absehbar, was das ökonomisch, sozial, auch ökologisch nicht nur für die Ukraine bedeutet, sondern für Deutschland, für Europa tatsächlich, für die Weltzusammenhänge. Und was kann man alles tun? Da werden wir sicher noch hinkommen. Und insofern haben wir da als Linke eine große Aufarbeitungsarbeit. Da sind wir auch dran, da kann ich nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber Fakt ist eins, wir stehen auf der Seite der Menschen, nicht auf der Seite der Staaten.
Wir stehen zum Völkerrecht und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal, was man gar nicht anders senden kann oder darf. Ich möchte da nochmal einhaken, sozusagen bei der Diskussion innerhalb der Partei auch in Auswertung des schlechten Ergebnisses der Bundestagswahl. Ihr habt ja gemeinsam, also du zusammen mit Janine Wiesler, der anderen Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke, ihr habt ein Strategiepapier geschrieben, im Dezember letzten Jahres wurde es veröffentlicht, wo ihr sehr stark dafür plädiert, Die Linke jetzt auszurichten als sozial-ökologische Partei. Also in ähnlicher Richtung eigentlich, wie Julia das formuliert, die Verbindung der Klassenfrage, der sozialen Gerechtigkeitsfrage mit der großen Frage der sozial-ökologischen Transformation. Und das ist so der Kern ein bisschen dieses Kompasspapiers, das ihr geschrieben habt. Was ändert sich daran? Auch der Kontext ist ja heute nicht nur durch den Krieg ganz neu strukturiert, was die Außenpolitik angeht, aber auch die ganze Frage von Energiepolitik und das Verhältnis sozusagen zur sozialen ökologischen Transformation verändert sich ja auch. Was heißt das für die Diskussion dieses Themenstranges innerhalb der Partei? Ehrlicherweise habe ich ja noch nie verstanden, warum man das auseinander diskutiert, weil natürlich die ökologische Frage eine soziale Frage ist und die ökologischen Fragen auch sozial beantworten muss, wenn man in die Transformation von Gesellschaft geht. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, das auseinander zu diskutieren und wir führen das noch enger zusammen und machen das nochmal deutlich. Der Krieg und alle Folgen und das, was man zum Beispiel auch an Sanktionen gegen Russland bespricht, ich sage nur das Stichwort Energieembargo oder das Verbot von Energieimporten, hat ja etwas mit der Abhängigkeit auch von Deutschland, also wenn wir jetzt auf Deutschland uns konzentrieren, von Energieträgern, sprich den fossilen Energien, zu tun. Da haben wir uns in den letzten Jahren in einer Abhängigkeit bewegt, die natürlich gar nicht in Frage gestellt worden ist, weil niemand daran geglaubt hat, dass es einen solchen Krieg geben kann. Deswegen sind wir aber auch jetzt in der Situation, dass nicht einfach Energie wie Gas, Öl, Kohle ersetzt werden kann, aus ganz, ganz vielen Gründen, zum Teil aus technischen, zum Teil aus monetären. Ich habe jetzt zum Beispiel genannt, selbst wenn man Atomkraft weiterführen würde, wofür ich nicht bin und auch Die Linke nicht ist, müsste man Uran aus Russland importieren und zum Beispiel man könnte auch die Uranstäbe gar nicht untereinander austauschen. Also Frankreich hat 8-kantige, Deutschland hat 16-kantige. Ich will nur sagen, da stecken Probleme drunter im Detail. In einer Deutlichkeit zeigen, dass wir einfach den Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren verpennt haben. Und das jetzt, wenn man das verknüpft, also wenn Deutschland jetzt sagen würde, wir machen ein Energieembargo gegen Russland. Wir haben aber die erneuerbaren Energien noch nicht ausreichend ausgeweitet. Wir haben, also Gas ist nicht einfach zu ersetzen, weil es einfach die Lieferwege nicht gibt. Und. Dann fängt man jetzt faktisch an, mit einem kalten ökologischen Transformationsprozess, dann ist der nicht mehr sozial. Und deswegen ist es jetzt in dieser Situation eine heikle Debatte, finde ich, was sozial-ökologischen Umbau angeht. Aus meiner Sicht muss der in aller Konsequenz kommen, das Stichwort 100 Milliarden Rüstungspaket, das muss in die Energieträger, das muss in die erneuerbaren Energien, das muss in die soziale Absicherung, genauso wie alle Unternehmen jetzt besteuert werden sollten, die mit dem Krieg Gewinne machen, damit man da Sachen nochmal anders aufmachen, an die wir gar nicht denken. Wir haben jetzt 2 Jahre Corona hinter uns. Das heißt, diejenigen, die wenig Geld haben, also jetzt sage ich mal die 13 Millionen, die von Armut gefährdet sind in Deutschland, die haben finanziell schon extrem gelitten. Jetzt kommt mit dem Krieg die Preissteigerung obendrauf. Das heißt, wenn wir über die Klassenfrage reden, dann ist die deutlich in unserer Gesellschaft gestellt, für wen macht diese Regierung eigentlich Politik, für wen macht Die Linke Politik. Und es sind diejenigen, die tatsächlich auf uns angewiesen sind, dass wir eine starke Kraft sind und die auch in den vergangenen Jahren, also in den letzten 2, 3 Jahren, sehr, sehr gelitten haben. Danke. Bevor wir die Diskussion jetzt gleich öffnen für Fragen und Kommentare und auch Anregungen und eigene Positionen aus dem Publikum, sowohl hier als auch aus dem Chat. Und wie gesagt, die Fragen können in den Chat reingeschrieben werden durch die
durch alle, die am Livestream teilnehmen, möchte ich heute ein kleines Experiment wagen. Nämlich, wir haben abgemacht, dass ihr euch jetzt gegenseitig erstmal eine Frage stellen könnt, bevor wir dann sozusagen ins Publikum gehen. Ich würde vielleicht dich, Julia, zuerst bitten, ja, die Frage zu stellen. Oder andersrum, ist mir egal, sozusagen, könnt ihr jetzt untereinander wir ausmachen. Wir haben abgemacht, dass wir dir die Frage stellen. Nee, das haben wir ja schon gesagt, dass ich ja keine Antworten habe. Aber genau, Julia, vielleicht du. Ich habe so eine Frage, die ich mir selber stelle, weil es mir einfach in den letzten Wochen den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich weiß darauf keine Antwort. Und das ist diese schwierige Frage nach, wie können wir UkrainerInnen jetzt unterstützen? Abseits davon, dass wir natürlich spezifische Sanktionen machen können, dass wir humanitäre Hilfe leisten können, dass wir, ich habe jetzt gehört, Gas zwar annehmen, aber das Geld auf ein Sperrkonto geben. Eine sinnvolle Sache ist sicher auch ein Schuldenschnitt für die Ukraine jetzt. Und trotzdem halten wir damit ja so schnell jetzt nicht diesen faschistischen Vormarsch auf. Und ich bin wirklich so großgezogen worden, dass ich sage, wir müssen Gewalt mit allen Maßnahmen, die wir haben, verhindern. Aber ich weiß in letzter Zeit einfach nicht mehr, wie können wir hier den UkrainerInnen helfen, ohne irgendwie militärisch sie zu unterstützen. Also ich bin intuitiv da dagegen, aber ich sehe irgendwie gerade keinen Ausweg. Ich weiß, es ist die saublödeste Frage, die ich stellen kann. Ich stelle sie auch nur, weil ich selber einfach so erschüttert bin und so verunsichert bin und frage mich, ob das irgendwie diese Stimmen der UkrainerInnen in letzter Zeit, die da aufgekommen sind, ob die da was für linke pazifistische Ideen irgendwie ändern müssen oder ob Waffen jetzt auch nichts bringen, weil gestern hat der NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt, der Krieg wird jetzt noch weitere viele Monate und sogar vielleicht Jahre dauern. Und ich bin einfach gerade hin und her gerissen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine Perspektive. Es ist einfach eine Leerstelle, finde ich. Ich bin an der Frage tatsächlich unsicher. Als Parteivorsitzende sage ich dir, die Partei Die Linke steht nach wie vor dazu, keine Waffenlieferung in die Ukraine. Eines der wichtigsten Argumente ist da, dass es den Krieg verlängert und dass wir nicht wissen, wo die Waffen danach landen, beziehungsweise dass auch gar nicht klar ist, welche Waffen das betrifft. Als ganz persönlicher Susanne stelle ich mir dieselben Fragen wie du. Wie erzwingen wir das? Erzwingen wir möglicherweise über eine erfolgreiche militärische Gegenwehr der Ukraine tatsächlich, dass Russland sich am Verhandlungstisch bewegt. Ich würde sagen, das sind Fragen, die kann im Moment keiner beantworten, weil gleichzeitig natürlich klar ist, dass Russland militärisch diesen Krieg nicht verlieren kann. Also allein aufgrund der Ausstattung, der Zahl und der Größe der Armee und so weiter. Wenn wir uns aber zum Beispiel was wir, finde ich, auch in den letzten Jahren wesentlich vernachlässigt haben, Linke aus Osteuropa anschauen, nachlesen, ihre Texte, dann stellen die uns natürlich die Frage, würdet ihr anderen Ländern in Europa Waffen auch verweigern? Also die Frage habe ich gestern oder heute erst auf Twitter gelesen von einem ukrainischen Journalisten, der fragt, würdet ihr Finnland jetzt die Waffen verweigern, wenn Finnland jetzt angegriffen werden würde? Das sind Fragen, die wir natürlich haben. Ich denke, dass es in diesem Punkt tatsächlich keine richtige Antwort gibt. Aus dem einfachen Grund, weil Krieg einfach ein Arschloch ist. Und es gibt dann nicht den richtigen Weg. Dann sehe ich aber genauso wie du die Toten in Butscha. Oder wenn ich auf meinen Sohn schaue, dann sage ich natürlich auch, wenn ich da wäre, würde ich den auch gerne mit der Waffe verteidigen. Aber es wäre wahrscheinlich genauso klar, dass wir es nicht überleben würden. So. Also insofern, ich verstehe die Frage total. Ich habe keine Antwort darauf, wie man das außerdem, also auch da hat sich ja die Linke schon bewegt, Sanktionen, das Einfrieren der Konten,
tatsächlich jetzt auch Energie zu sparen, das hört sich immer so albern an, aber weniger Energie beziehen zu müssen. Wege zu finden, wie wir die Energieunabhängigkeit von Russland erzielen können und das zügig, inklusive der erneuerbaren Energien, um da tatsächlich aus der Abhängigkeit rauszukommen und Importe stoppen können. Das sind jetzt Wege, die man gehen muss, aber die nicht von heute auf morgen gehen. So, dann geht es natürlich auch darum, hilft es, die Opposition in Russland zu stärken? Natürlich hilft es, aber das kannst du wirklich besser beantworten als wir. Selbst unsere eigene Stiftung steht ja enorm unter Druck und ist im Grunde auch gefährdet bei allem, was sie tut. Wir haben schon darüber nachgedacht, können wir russische Oppositionelle tatsächlich auch finanziell in Anwaltskosten, was weiß ich auch immer, alles sehr praktisch helfen. Dazu kommt die Frage, die humanitäre Unterstützung der Ukraine ist auch gar nicht ganz unwichtig. Also wenn es stimmt, dass wir eine Fluchtbewegung wie nach dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg bekommen, dann werden wir in den nächsten Jahren tatsächlich sehr, sehr viel an sozialen Leistungen für die gesamte Gesellschaft bauen müssen. Das ist der Wohnungsbau, das sind die sozialen Leistungen, das ist die Unterbringung, das ist faktisch auch schulische Bildung für Kinder aus der Ukraine weiter zu gewährleisten. Und das wird unsere Gesellschaft sehr fordern. Und das sind Sachen, die wir jetzt tun können. Ich glaube trotzdem, dass es keine Antwort gibt. Was keine Antwort ist, sind faktisch 100 Milliarden für die Bundeswehr, wo keiner sagen kann, was damit eigentlich gemacht werden soll, zumal die 50 Milliarden haben. Das ist nicht die Antwort. Ich weiß, ich habe jetzt bestimmt nicht weitergeholfen, aber... Aber du hast jetzt die Gelegenheit, Julia noch was zu fragen. Vielleicht hilft sie dir weiter. Nee, aber danke trotzdem, dass du es auch so persönlich beantwortet hast, weil es erschüttert halt irgendwie linke Geister und Herzen einfach. Aber hätte es auch schon zu einem früheren Zeitpunkt machen müssen, auch bei anderen Kriegen hätten wir irgendwie Antworten finden müssen und wahrscheinlich auch nicht erst jetzt, aber ich finde es einfach ein Dilemma. Das stimmt. Ich glaube, die Frage ist auch nur so relevant, weil der Krieg vor unserer Haustür stattfindet. Ja. Und das meine ich ja, wir haben uns ein Stückchen weit abgefunden mit der globalen Sicherheitslage und uns selber in Sicherheit gebogen und waren da möglicherweise als westliche Linke einfach auch ignorant. Also auch ja im Treiben von Russland, also Syrien zum Beispiel, das ist ja ziemlich deutlich, das Testen von Fassbomben und Ähnlichem. Ne? Also deswegen, also das ist eine Frage, die auch natürlich viele Genossen von uns umtreibt. Das ist nicht so, dass wir das nicht diskutieren. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt da wirklich keine richtige Antwort. Und Fakt ist, Deutschland liefert Waffen. So, egal wie wir da gerade als Linke stehen, trotzdem ist es richtig, da eine Haltung zu haben. Na, ich würde eher nochmal in die Richtung gehen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ne, dass auch du suchst nach Antworten. Und für mich ja, ich habe zwar dein Buch noch nicht gelesen, aber ich werde es definitiv lesen, weil ich schon viel Gutes davon gehört habe, auch heute Abend. Du hast es noch vor dir. Ich habe es noch vor mir. Also man soll ja auch immer noch Gutes vor sich haben. Das ist ja auch für das Leben was Besonderes. Wir sind ja auch als Linke immer auf der Suche nach diesem positiven Weltbild, nach der positiven Geschichte, was Linkssein bedeutet, was linke Gesellschaftsveränderung bedeutet. Welchen Rat würdest du uns jetzt geben? Vielleicht nur einen. Ich war vor ein paar Jahren mal hier im Deutschen Historischen Museum und da gab es so eine Installation an der Wand, so Wortwolken aus den Parteiprogrammen. Also das Wortwolken sehen ja so aus, die Worte, die am öftesten vorkommen, die werden dann besonders dick. Ja, und da war irgendwie bei der SPD war Arbeit und Zeit sehr groß an Wörtern, die im Parteiprogramm viel vorkamen. Bei der FDP erwartbarerweise Freiheit. Bei der AfD Deutschland und die anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Und bei der Linkspartei war ein Wort sehr dick, das Wort gegen. Und da dachte ich mir, naja, also so, wenn man sich so ein bisschen mit Framing beschäftigt, also wie unser Gehirn funktioniert, dann bringt es eigentlich nichts, gegen etwas zu sein. Weil wenn wir immer nur
gegen etwas sind, betonen wir das, was danach kommt, also gegen den Kapitalismus. Und dann denkt das Gehirn die ganze Zeit, ja, Kapitalismus, 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 was anderes gibt es überhaupt nicht. Und es gibt so ein einfaches Experiment, ich mache das mal mit den paar Leuten, die hier heute da sind, weil die im online können vielleicht nicht so schnell reagieren. Aber unser Gehirn kann das Wort nicht oder gegen sehr schlecht denken. Wenn ich jetzt zu euch sage, denkt jetzt nicht an die Raute von Angela Merkel. Okay. Wer hat nicht an die Raute von Angela Merkel gedacht? Bitte die Hand heben. Okay, alle haben an die Raute von Angela Merkel gedacht. Und so ist es eben auch, wenn wir sagen, wir sind gegen Wachstum. Ja, dann denkt unser Gehirn die ganze Zeit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es kann doch gar nichts anderes geben als Wirtschaftswachstum. Oder wir sind gegen Grenzen. Ja? Dann denkt das Gehirn die ganze Zeit, Grenzen, Grenzen, Grenzen. Ja, ist doch völlig klar, dass zwischen Salzburg und München eine Grenze verläuft. Und ich glaube, es ist sehr wichtig und vielleicht habt ihr euch damit schon beschäftigt, ich weiß nicht, aber ich glaube, alle wir als Linke, als gesellschaftliche Linke, sollten uns viel mehr damit noch beschäftigen, was ist eigentlich unsere Idee und wie benennen wir die auch. Ja? Also ich könnte zum Beispiel statt davon von Postwachstum oder Degrowth zu sprechen, könnte ich davon sprechen von einem maßvollen Wirtschaften, einem Wirtschaften der Genügsamkeit. Ja? Da steckt das Wort genug drin. Wir kennen das, dass man irgendwann genug hat, dass man satt ist, dass man sitt ist. Das war mal so ein Wort, das es gibt für nicht mehr durstig. Da können wir uns dann vielleicht mehr irgendwie an die Vorstellung gewöhnen, dass wir tatsächlich unsere Produktion, unseren Konsum auf das beschränken, was wir eigentlich tatsächlich brauchen, also auf Bedürfniskonsum und nicht zum Beispiel auf Statuskonsum oder so. Und da würde ich sehr stark drüber nachdenken. In manchen Bewegungen ist das ja schon so gelabelt, also zum Beispiel Feminismus hat eben da drin stehen Frauen, also als Fremdwort. Und nennt sich jetzt auch nicht ständig immer Antisexismus, antisexistische Bewegung. Also ich glaube, dass da drin eine ganz große Stärke ist. Das heißt nicht, dass wir nie gegen etwas sein dürfen. Wir müssen uns Antifaschistinnen nennen oder so in bestimmten Momenten. Aber wenn es darum geht, Utopien zu entwerfen, Menschen zu begeistern, dann glaube ich, wäre es noch viel wichtiger zu sagen, wie sieht dieses gute Leben genau aus und das war mir nur aufgefallen, als ich in der Wortwolke das Wort gegen so groß gesehen habe. Ja, danke, Julia. Wir wollen jetzt tatsächlich mal schauen, ob es funktioniert wieder. Ja, genau. Ob es Fragen oder aus dem Publikum gibt. Genau. Hanna, bitte. Kurzer Test, das Mikrofon funktioniert genau. Ja, es gibt rege Beteiligung im Internet. Wir haben so 50 bis 55 Zuschauende aus verschiedensten Teilen Deutschlands und der Welt, aus Brüssel, Südafrika und auch solidarische Grüße aus Hessen und Heidelberg, hier nochmal an die Stelle, ans Podium. Ich glaube noch aus vielen anderen Orten, nur die haben sich geoutet. Es gibt ein paar Fragen bzw. Kommentare, vielleicht zuerst die Kommentare, den Hinweis darauf, dass es auch schon vor dem Angriffskrieg jetzt in der Kleinstadt Demonstrationen und Friedensaktionen auf der Straße gab, als die USA den Angriffskrieg im Irak geführt hat zum Beispiel und auch Ostersamstag, also nochmal der Hinweis auf die Geschichte von Friedensbewegungen und auch noch ein Kommentar, das ist tatsächlich noch, jetzt kommen wir zu den Fragen, eine technische Frage, jemanden würde interessieren, wie die Besteuerung der Kriegsprofiteure technisch bewerkstelligt werden könnte, dann sozusagen eine Frage, wieso werden die zwei einfachen russischen Forderungen Demilitarisierung der Ukraine und Ausschaltung der Azov-Banden nicht akzeptiert? Dann wäre der Krieg zu Ende, ist ein Kommentar und eine Frage, beziehungsweise daran anschließend die Frage eines anderen Zuschauers, wie der Krieg beendet werden kann. Er hat ja vorhin schon versucht, dass es eine der schwierigen Fragen ist. Und dann zwei Fragen, die in die gleiche Richtung gehen. Welche Rolle spielt denn Rassismus in der Frage, dass der Krieg in Syrien in der deutschen Linken nicht ernst genommen wurde? Und auch, dass ihr uns als Linke fragen sollen, wie wir zum Beispiel den armen Leuten im Jemen helfen könnten, dass über dieser Unterschied gemacht wird zwischen Ukrainern, denen man helfen muss, und anderen hier Jemeniten, die ja auch sterben können. Das waren bisher die Reaktionen aus dem Publikum online, aber bestimmt gibt es noch weitere hier. Genau, zwei davon kamen auch direkt von hier. Gut. Das sind jetzt eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Fragen.
Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt konkret zu einer Frage, auf eine Frage einlassen wollt, also die Frage zu den Steuern, da schaue ich mal die Berufspolitikerin vielleicht an. Genau, die Frage zu den Geflüchteten oder zur Frage auch des Rassismus sozusagen bei der sozusagen im Umgang mit Geflüchteten wäre vielleicht auch eine Frage für euch beide. Genau, vielleicht Susanne, wenn du anfangen möchtest. Also ich habe erst mit Christian Görke zusammen eine schriftliche Anfrage im Deutschen Bundestag gemacht und wir haben die Bundesregierung gefragt, ob sie gedenkt, die Abschaffung der Kriegsgewinne bestimmter Unternehmen vorzunehmen. Das tut sie nicht. Es ist aber rechtlich möglich und Italien, glaube ich, macht sogar schon. Und es ist erkennbar darin, dass natürlich, also wenn wir jetzt die Rüstungskonzerne zum Beispiel nehmen, mehr produziert wird bei Raffinerien und der zum Beispiel der Entstehung der Benzinpreise ist ja auch ursächlich, dass die Raffinerien extrem aufgeschlagen haben, was sie hätten gar nicht tun müssen. Das kann man alles gesetzlich verhindern, das dürfte im Deutschen Bundestag machbar sein. Wir können uns ja die Fragen abwechseln. Mhm. Ja, danke, dass du diese Frage beantwortet hast. Zu der Rassismusfrage, ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Es gab so ein paar Zitate in den ersten Tagen nach dem Angriff auf die Gesamtukraine. Ich weiß nur, einer war von CBS, das ist so ein amerikanischer Nachrichtensender, ne? Heißt der so? CBS gibt es jedenfalls, ja. Ja, CBS, genau. Wo, also da waren jedenfalls mehrere, in dem Fall jetzt US-amerikanische JournalistInnen, Anchor, Men and Women, die wirklich sehr profiliert sind und sich in dieser Richtung geäußert haben. Oh, das schockiert mich jetzt persönlich so sehr. Ich kann es nicht mehr genau den einzelnen Medien zuordnen, aber ich sehe hier Menschen fliehen, die sind weiß, die sind christlich, die haben blaue Augen wie ich. Und das spielt, glaube ich, einfach eine sehr große Rolle. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns da alle ausnehmen können, wie stark das auf uns wirkt, dass die Menschen uns sehr ähnlich sehen. Das ist einfach anders. Der graue Himmel, auch die Architektur und die Landschaft sieht ähnlicher aus. Der graue Himmel über der Ukraine ist so grau und trostlos wie oft hier in Berlin oder Hamburg. Und die Städte sehen anders aus als in Syrien damals. Ja? Da haben wir nicht diese ockerfarbenen Bilder, die ganz andere Architektur, eine andere Landschaft und eben auch andere Gesichter. Ich glaube, ich kann es jetzt gerade nicht beurteilen. Ich kenne jetzt persönlich, habe ich eine gute Freundin aus dem Donbass, aus der Ukraine. Dadurch verfolge ich das dadurch sehr viel mehr. Vielleicht haben wir auch mehr Kontakt in diese Region und mehr persönliche Beziehungen gerade dorthin, kennen mehr Geschichten gerade von Flucht und gleichzeitig erlebe ich auch Kolleginnen, die sagen, also mir geht der Syrienkrieg und der Jemenkrieg genauso nahe, weil ich kenne dort Menschen und ich verstehe nicht, warum wir da nicht die ganze Zeit Brennpunkte machen, ja, und warum wir da nicht uns Programme in den Medien auf den Kopf stellen und sagen, wir machen jetzt nichts anderes, wir werfen alles über Bord und berichten wochenlang nur noch darüber. Ich finde das sehr gefährlich und kann diese Beobachtung nur total unterstützen. Es gab noch die Frage nach der Einschätzung sozusagen dieser rechtsextremistischen Organisation in der Ukraine. Und die Frage sozusagen, ob die Forderung nach Demilitarisierung nicht legitim sei. Der Ukraine. Vielleicht wäre das nochmal ein Punkt, wo ihr ein bisschen eure Sicht sozusagen auf den Konflikt in der Ukraine ein bisschen ausführen könnt. Also speziell auf den Punkt? Du hörst mich nicht? Doch, jetzt. Wir haben ja eine Fachfrau in der Fraktion, nämlich Matthias. Jetzt geht's wieder. Ich bewege mich nicht. Martina Renner, die uns mal auseinandergesetzt hat, was eigentlich Entnazifizierung und die faschistische Ukraine angeht. Also das Azov-Regiment ist etwa so groß wie
die Einheit der KSK, die wegen rechtsextremer Umtriebe aufgelöst werden musste. Die faschistische Partei ist nicht mehr im ukrainischen Parlament, die ist rausgewählt worden. Jetzt würde ich mal den Vergleich führen zu Deutschland. Wir haben die KSK, wir haben die rechtsextremen Umtriebe in der Polizei, im Staat, in der Bundeswehr. Wir haben einen großen Anteil einer der Plätze im Deutschen Bundestag, zumindest größer, als man sich das überhaupt wünscht, im Deutschen Bundestag, das ist die AfD. Wir haben Länder, da hat die AfD über 25% der Sitze und der Meinungsbildungskraft. Insofern sagt Martina Renner, das, was wir als, also weil wir auch darüber gesprochen haben, das, was wir als Entnazifizierung betrachtet, den ist tatsächlich auch ein Vorwand für Putin, das aufzubauschen, um auch der eigenen Bevölkerung zu sagen, ja, wir befreien ja die Ukraine von Faschisten. Und wenn man Putin wirklich zugehört hat, auch mit seiner Rede, dann möchte ja auch die Kommunisten tatsächlich in der Ukraine, wie sagt man, vernichten. Also insofern finde ich, dass man bei diesem Argument sehr gut aufpassen muss, wie man argumentiert. Gleichzeitig finde ich es aber schon auch schwierig natürlich, dass dann bei Waffenlieferungen immer die Gefahr ist, in welche Hände gerät es. Also Waffen sind in der Welt und sie sind über Jahrzehnte in der Welt und sie landen in den Händen jetzt irgendwie des Azov-Regiments oder in den Händen von irgendwelchen linken AnarchistInnen oder so, aber wir wissen es einfach nicht. Und sie sind, ich habe Berichte gesehen über Bauern, die mit Waffen aus dem Jahr irgendwie 49 kämpfen oder so, weil diese Waffen für Jahrzehnte in der Welt sind und ihre Kugeln landen am Ende in irgendwelchen Körpern. Und wir wissen ja auch nicht, ob diese ganzen Waffen nicht am Ende auch in den Händen von russischen Streitkräften dann landen. Gestern habe ich einen Artikel gelesen darüber, dass faschistische Kämpfer in der Ukraine auch jetzt gegen linke UkrainerInnen vorgegangen sind und die verprügelt haben und ja, einfach der Krieg ermöglicht einen Gewaltraum, ist ein Gewaltraum, ja, und ermöglicht noch mehr Gewalt und auch natürlich dann Exzess, der gar nicht innerhalb der internationalen großen Parteien dann da gerade stattfindet, sondern die Waffen sind dann einfach in dem Land. Also ich finde ich finde das schon schwierig, auch ja, einfach, dass die existieren und trotzdem genau. Ist es aber auch ein gefährliches Argument, weil es natürlich Putin auch nutzt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die innenpolitische Konstellation jetzt hier in der Bundesrepublik zurückkommen, die durch den Krieg ja auch massiv verändert wird. Darüber haben wir schon gesprochen. Susanne, du hattest dich sehr stark gemacht im Wahlkampf und in der Vorbereitung sozusagen der Wahlkampagne für ein strategisches rot-rot-grünes Bündnis sozusagen und als eine Möglichkeit, wirklich so seinen Politikwechsel hier in Deutschland einzuleiten. Das hat jetzt offensichtlich nicht geklappt. Wir haben die Ampelregierung sozusagen, also die SPD-Grüne mit der FDP zusammen. Und diese Ampelregierung hat jetzt dieses größte Aufrüstungsprogramm beschlossen, sozusagen in der Geschichte der Bundesrepublik mit 100 Milliarden und fährt auch auf anderen Schienen sozusagen einen Kurs, ne, den wir, glaube ich, aus linker Sicht nicht begrüßen können. Wie würdest du die Situation jetzt einschätzen in Bezug auf sozusagen die politische Konstellation und Bündnismöglichkeiten für die Linke in diesem neuen Kontext? Also wie müsste sich die Linke jetzt politisch aufstellen gegen die Ampel? Was sind sozusagen die Hauptangriffspunkte aus linker Sicht? Und gleichzeitig, wie kann man mittelfristig, langfristig wieder dahin kommen, darüber zu reden, eine linke Hegemonie in der Gesellschaft aufzubauen, die politisch auch abzubilden? Also zur Wahrheit gehört ja, dass bei der Überlegung, ein rot-rot-grünes Bündnis in der Bundesrepublik möglich zu machen, dazu gehörte, dass wir natürlich als Linke alle Hebel, die wir in die Hand bekommen können, auch in die Hand nehmen müssen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse auch von innen heraus verändern zu können, beziehungsweise ablösen zu können. Das war natürlich alles vor dem Krieg und vor 4,9%.
auch da könnte man lange darüber reden, warum die 4,9% am Ende gestanden haben. Das müssen wir heute Abend nicht machen. Aber natürlich sind sie auch Ausdruck dessen, wie uns zumindest die Wählerinnen und Wähler betrachtet haben und unsere Ernsthaftigkeit auch an diesem Punkt. Wie müssen wir uns jetzt aufstellen zur Ampel? Natürlich ist es jetzt auch Aufgabe der Linken, als einzige linke Opposition im Deutschen Bundestag, die Stimme dafür zu erheben und den Pol zu bilden, dass es keine Waffenlieferung gibt, dass es keine Aufrüstung gibt, dass Sanktionen auch in dem Fall, was natürlich so wahrscheinlich im Praktischen gar nicht gelingen kann, nur diejenigen trifft, die auch Zugriff auf Putin haben, sprich die Oligarchen und so weiter, dass man sich nicht in die nächste Abhängigkeit von Autokraten, siehe Katar, macht, was Energie angeht und so weiter. Also dass wir da die Finger drauf haben, das ist klar. Die Bündnisfähigkeit mit SPD und Grünen, auch mit der Ampelerfahrung und dessen, was die Ampel ja jetzt sofort umsetzt, nachdem dieser Krieg begonnen hat, ist, würde ich sagen, fürs nächste Jahrzehnt erstmal dahin. Weil das natürlich grundsätzliche Fragen betrifft, die wir als Linke in aller Deutlichkeit beantworten. Keine Aufrüstung, keine Atomwaffen zuzulassen, sondern wieder Verträge ernst zu nehmen, die es ja auch gab und. Das ist jetzt die Aufgabe der Linken. Das Zweite ist natürlich, wir regieren in 4 Bundesländern. Das vergisst man manchmal, ist aber so. Und deswegen ist es auch da die Aufgabe der Linken, zum einen die humanitäre Seite der Hilfe für die Ukraine zu gewährleisten. Das hat man in Berlin sehr deutlich gesehen. Berlin wurde ja faktisch über Nacht zum Sammelpunkt der geflüchteten Ukrainerinnen. Und da tatsächlich die humanitäre Hilfe hinbekommen zu haben, ist wirklich ein Kraftakt gewesen, der, glaube ich, auch nur mit der linken Idee im Kopf Amt so möglich war und ja auch noch weiter läuft. Und natürlich im Bundesrat dafür zu sorgen, dass wir Entscheidungen der Bundesregierung möglicherweise im Bundesrat verhindern können. Stichwort 100-Milliarden-Programm. Das ist also auch nicht zu unterschätzen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich der möglicherweise erneut mit den Bewegungen. Wir haben in der vergangenen Woche mit vielen Vertreterinnen linker Bewegungen auch zum Krieg gesprochen. Die haben eine ähnliche Unsicherheit und suchen nach Orientierung, wie wir auch. Haben manchmal das Glück, auf bestimmte Fragen nicht antworten zu müssen. Aber auch da bewegt sich, glaube ich, etwas. Und ich finde es extrem wichtig, und das ist der letzte Punkt, den ich sagen will, wir leben in einer Demokratie. Und das, was wir gerade erleben, auch ein Widerspruch, ist ja, dass ein autokratisches System faktisch sich gegen ein demokratisches stellt, was auch kapitalistisch verfasst ist. Und wir aber faktisch ja als linke Partei einen dritten Pol aufmachen. Wir wollen eine sozialistische Politik. Dazu gehört aber Demokratie. Und es ist faktisch so ein dritter Pol, wo wir vielleicht eine Chance haben, als Linke eine neue gesellschaftliche Vision tatsächlich in die Herzen und die Köpfe der Menschen zu bekommen, wenn wir das ernst nehmen, auch unsere Stellung dabei, unsere Wichtigkeit dabei, die möglicherweise aus diesem Patt und dieser Orientierungslosigkeit herausführt. Ja, das ist eine gute Vorlage für die Frage, die ich jetzt auch an Julia stellen wollte. Du betrachtest ja in deinem Buch linke Politik hauptsächlich auch aus einer Bewegungsperspektive von unten. Also du stellst unterschiedliche soziale Bewegungen dar, wie Kämpfe sich verbinden. Die Partei Die Linke ist eine Partnerin dieser sozialen Bewegungen in der Vergangenheit immer gewesen. Und wie Susanne ausführt, ist es auch die Politik sozusagen, die jetzt nochmal verstärkt werden muss in der neuen Konstellation. Gleichzeitig ist die Partei Die Linke in einer Krise, in einer ziemlich tiefen Krise. Wo siehst du denn Möglichkeiten aus der Sicht von sozialen Bewegungen, sozusagen diese Opposition, die sie aufbaut, gegen die Politik der Ampel in den verschiedenen Aspekten zu stärken und da auch wieder Bündnisfähigkeit herzustellen, auch in Bezug auf parteipolitische Projekte wie die Partei
Die Linke. Also ich glaube, es wäre sehr viel einfacher, wenn die Fraktion in der Linkspartei, die sich stark machen für dieses Zusammengehören von Tiefrot und Radikalbund, von Anerkennung und Vielfalt, wenn die, also von Anerkennungsfragen und von Verteilungsfragen, wenn die sich noch stärker durchsetzen würden, weil tatsächlich viele in den Bewegungen gesagt haben, ich kann die Linkspartei nicht wählen, weil ich sie in großen Teilen gegenüber Geflüchteten zum Beispiel finde ich halt Teile davon, namentlich die Position von Wagenknecht, die kann ich nicht teilen. Ich habe unter anderem die Münchner Asylbewegung begleitet nach 2015, nach dem Sommer der Migration. Da war zum Beispiel solche Stimmen zu hören. Also das wäre natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn da eine größere Stärke nicht der Fraktion Arbeiterschweiß, sondern eben derjenigen, die das zusammendenkt, sich durchsetzen würde und da eine klare Linie einfach in die Partei käme. Und dann, glaube ich, könnten überhaupt allgemein linke Parteien noch stärker in den Bewegungen aktiv sein. Wo das die Linkspartei jetzt als einzige schon sehr stark gemacht hat, war beim Streik an der Berliner Charité von den Pflegekräften. Den habe ich unter anderem begleitet, auch für dieses Buch, einen der Streiks in den letzten Jahren. Und das ist ja eine ganz neue Methode dort an Streiks, sehr basisorientiert. Und da war tatsächlich die Linkspartei schon da mit Mitarbeitenden aus den Büros hier aus dem Bundestag und hat einfach unterstützt mit Wissen, aber auch faktisch mit Hilfe einfach an Ort und Stelle. Und das könnte, glaube ich, halt einfach noch in viel größerem Maße in den anderen, in den ökologischen Fragen und so der Fall sein auch und vielleicht auch in den Betrieben noch stärker, also in die Betriebe reinzugehen und dort die Menschen noch stärker anzusprechen. Ja, und dann glaube ich einfach auch jetzt halt in dieser Zeit wirklich die anderen Sicherheitsfragen nicht zu vergessen. Also wie ich vorhin sagte, Sicherheit ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Also Frauen leben gefährlich, weil jede dritte Nacht eine ermordet wird. Menschen mit Migrationshintergrund leben gefährlich, weil sie Gewalt und Attentate erfahren, auch hier. Arme Menschen sind betroffen von Wohnungslosigkeit und das wird alles in nächster Zeit vermutlich auch irgendwie in den Hintergrund geraten und da stark zu bleiben und da diese Themen weiter oben zu halten. Gerade auch in Anbetracht, hast du gesagt, der 100 Milliarden, die für Rüstung ausgegeben werden, für Aufrüstung ausgegeben werden und irgendwo herkommen müssen. Susanne, du hast ja gesagt, dass diese Orientierung sozusagen auf ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis jetzt erstmal nicht mehr tagesaktuell ist oder auch für längere Zeit möglicherweise nicht mehr realisierbar ist in diesem neuen Kontext. Ist die Perspektive, die Julia aufzeigt, eine mögliche Perspektive auch für die Partei, die Linke, diesen Schulterschluss mit den sozialen Bewegungen zu suchen, stärker als bisher vielleicht? Ja, natürlich. Das ist eine Linke, die nicht Teil der Bewegung ist, beziehungsweise den Schulterschluss zieht, beziehungsweise auch Bewegung unterstützt, die ist ja faktisch keine gesellschaftlich wirksame Linke. Es gehört aber natürlich auch dazu, deswegen habe ich es gesagt, alle Klaviaturen, die uns politisch zur Verfügung sind, trotzdem zu nutzen. Also sei es das Bundestagsparlament, sei es die Möglichkeiten eines Ministerpräsidenten, alles, was man tatsächlich auf dem Weg hin, und da bin ich sehr bei dir, den progressiven Teil der Linken zu stützen und stark zu machen und zu verstehen, dass im Übrigen der Arbeiterschweiß auch zum progressiven Teil der Linken gehört oder auch andersherum, dass Milieus nicht auseinanderdividiert werden, sondern es verstanden wird als eine Klassenfrage, die wir zu beantworten haben, da hätten wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Und wenn das alles so einfach wäre, wären wir wahrscheinlich jetzt nicht bei dem Punkt, aber ich erzähle mal eine Geschichte, wo es so besonders deutlich wird. Ich war ja im Sommer vergangenen Jahres im Saarland und habe mit Oskar gesprochen. Und wir haben natürlich auch 4 Stunden diskutiert und eine der Fragen war,
dass wir uns zu wenig um die Arbeiter kümmern und zu viel um Menschen, die homosexuell sind und so weiter. Die sind nämlich keine Arbeiter. Nie. Ja, ich erzähl's nur kurz. Klar. Und ich erzähl's, weil es auch bei, also weil wir das wirklich zugewandt miteinander diskutiert haben und da im Kopf was passiert ist. Dann fragte ich ihn, wieso eigentlich nicht? Was machst denn du eigentlich, wenn du einen Arbeiter in einem Betrieb hast? Saarland ist ja durchaus auch, also, Also was machst du eigentlich, wenn du einen Arbeiter im Betrieb hast, der ständig die Drecksarbeiten machen muss, obwohl er gar nicht dafür zuständig ist, nur weil er schwul ist? Da sagt er mir, dann rufe ich da an. Und dann sage ich, ja, aber du kümmerst dich ja um diesen Arbeiter, um seine Stellung in der Gesellschaft, um darum, dass er seine Arbeitnehmerrechte bekommt. Und was machst du eigentlich, wenn das bei 100 Betrieben so ist? Also ich will damit nur sagen, es gibt da kein Auseinanderdividieren. Es sind alles Menschen. Und es ist eine Klassenfrage, es ist wie die Fortschrittsfrage, auch das ist eine Klassenfrage. Die Corona-Frage ist eine Klassenfrage. Wer ist mehr gestorben? Es waren diejenigen, die Niedriglöhner sind, die arm sind, die ein wesentlich höheres Sterberisiko hatten. So, und das ist doch der entscheidende Punkt, wo wir da stehen. Hanna hat mir gerade signalisiert, dass wir noch einige Fragen aus dem Publikum, aus dem Chat haben. Vielleicht kannst du die nochmal stellen und dann würden wir eine Schlussrunde langsam einleiten mit diesen Fragen, die wir aus dem Publikum bekommen. Genau, das sind vor allem auch nochmal Kommentare, die sich vor allem auch auf eure Ausführungen zur Ukraine und zum Azov-Regiment beziehen. Ich will die einfach nochmal vorlesen, damit sie auch gehört werden. Zum einen die Frage, wieso Russland und insbesondere Putin für viele in der Linken noch immer so lange nach 90 für eine positive Alternative der Welt steht und wie kann es die Linke schaffen, sowohl diese Position kritisch zu transformieren, als auch sich selbst zu verändern, ohne pro-NATO oder kriegsbejahend zu werden. Dann zwei Kommentare zur Azov. Azov unbedeutend, wir haben aber keine AfD, die seit 8 Jahren Neubrandenburg beschießt. Hätte Frau Welso nicht nach Hilfe gerufen, wenn Azov 8 Jahre lang Neubrandenburg beschossen hätte? Der Krieg, 8 Jahre Krieg im Donbass waren der Linken kein Wort wert. Das stelle ich einfach so hier hin. Die Azov-Brigade ist sogar dem Innenministerium der Ukraine unterstellt. Das kann man nicht mit unseren Verhältnissen vergleichen. Auch Präsident Zelensky hat sie ausgezeichnet und sich gemeinsam im Parlament mit denen ablichten lassen. Das dürft ihr nicht verharmlosen. Jetzt nochmal ein anderer Dreh. Wie kann man es denn möglich machen, Subventionen so zu gestalten, dass die russische Bevölkerung nicht so stark leiden muss? Dafür aber die Oligarchen umso mehr. Sanktionen, was habe ich gesagt? Nee, hier steht, war wahrscheinlich ein Schreibfehler. Dann gibt es nochmal viele Grüße aus Südafrika. Der Krieg in der Ukraine wird wahrscheinlich noch lange dauern. Wie steht denn die Linke zum Hunger, den der Krieg verursachen wird? Und welche globalen Lösungen oder Partnerschaften unterstützt sie zur Bewältigung dieser Situation? Und vielleicht der verbindende und abschließende Punkt, nochmal zurück zur Innenpolitik, ein ganz wichtiger Punkt, ohne Solidarität innerhalb der Partei keine solidarische und soziale Politik nach außen möglich. Das ist die bedeutendste Aufgabe der Linken momentan und für uns existenziell. Danke, Hanna. Ich würde vorschlagen, dass ihr versucht, auf einzelne der Fragen einzugehen. Ich glaube, du zuerst, Susanne, sind ja ein paar sehr konkrete Fragen auch gekommen zum Sanktionsregime, nochmal zu der ganzen Frage Azov und so weiter. Und dann könnte vielleicht Julia anschließen. Und ich glaube auch, dass wir dann zum Ende der Diskussion kommen heute. Das sind ein paar schwierige Fragen dabei. Also ich fange mal an. Verharmlosung Azov-Regiment. Das macht, glaube ich, hier niemand. Aber man kann das Azov-Regiment nicht dazu heranziehen, einen Krieg zu rechtfertigen gegen die Ukraine. Das ist der entscheidende Punkt. Die zweite Frage, warum wird in der Linken Putin immer noch für eine positive Weltordnung erkannt? Ich glaube, das ist spätestens nach dem 24. Februar und dem Angriff tatsächlich vorbei. Weil die Zerstörung, die
Putin mit diesem Krieg auch auslöst, passiert ja auch in den Köpfen mit Idealen, mit Illusionen. Und faktisch ist er niemand mehr, der für eine positive Weltordnung steht. Hunger auf der Welt wird tatsächlich ein großes Problem. Also, dass die Kornkammern der Ukraine und Russland möglicherweise jetzt nicht zur Verfügung stehen, um zum Beispiel viele Länder Afrikas zu ernähren, auch da nochmal der Rückgriff Richtung Corona trifft es doppelt und dreifach. Unsere Kampagne zu sagen, Patente müssen freigegeben werden, weil zum Beispiel auch in Staaten Afrikas geimpft werden muss, auch die ganze Bevölkerung und die Möglichkeiten bestehen. Das war schon aufgrund der gesundheitlichen Versorgung eine große Prüfung für viele Staaten. Wenn jetzt noch die Ernährungskrise, sprich Getreide fehlt, wird es besonders schlimm. Und das haben wir natürlich auch im Blick, auch wenn wir jetzt ganz unmittelbar gar nichts tun können. Aber wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, dass wir auch für das Welternährungsprogramm mit dem Haushalt des Deutschen Bundestages da nochmal nachsteuern, dass da viel, viel mehr Geld reingeht, als bisher geplant ist. Also an Punkten anzusetzen, die unmittelbar für Ernährung auch sorgen. Ja, bei der Ernährung mache ich kurz weiter. Also es ist ja nachgewiesen, dass wir auch global uns ernähren könnten. Wir könnten, hat mir letztens ein Ernährungswissenschaftler gesagt, sogar bis zu 18 Millionen, wenn wir uns anders ernähren würden, Milliarden Menschen ernähren. Aber wenn wir Getreide natürlich in erster Linie an Tiere verfüttern, die wir dann irgendwie danach essen, und es geht ganz viel verloren, auch an Energiezufuhr erstmal in die Tiere, die wir dann essen. Also wenn wir uns da umstellen würden und das auch politisch unterstützen würden, dann wär der Hunger kein so ein großes Problem. Das ist, und zu den konkreten Maßnahmen jetzt sofort hast du ja auch schon was gesagt. Bei den Sanktionen, also ist es sicher sinnvoll, noch sehr viel stärker spezifisch dahingehend zu sein, dass man zum Beispiel von den russischen OligarchInnen hier ganz spezifisch das Vermögen einbezieht. Das scheitert unter anderem jetzt auch gerade daran, dass man gar nicht so genau weiß, wer hier eigentlich welche Immobilien hat. Also da gibt es gerade kein digitales Grundbuchregister. Das könnte man transparenter gestalten und dann da gezielter drauf zugreifen. Und bei der Frage, Putin kritisieren und trotzdem die NATO nicht aus den Augen verlieren, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, okay, das haben viele, auch Linke, verkannt, dass osteuropäische Staaten ein eigenes Interesse hatten, eine eigene Subjektivität hatten, in die NATO gehen zu wollen. Und gleichzeitig können wir, glaube ich, trotzdem kritisieren, dass die NATO auch einfach dieses Bestreben hat, sich auszuweiten und größer zu werden, und dass das nicht hilft in der Idee von Abrüstung und irgendwie gemeinsam einen Frieden langfristig herzustellen. Also diese Positionen müssen nebeneinander bestehen bleiben. Ich würde das sogar noch mal kurz ergänzen. Wir müssen tatsächlich ja die osteuropäischen Sicherheitsinteressen ernst nehmen und darüber nachdenken, was ein neues Sicherheitssystem auch in Europa bedeutet, wohin wir gehen wollen, wie wir Aufrüstung aller Nationalstaaten verhindern, weil sich natürlich für Estland, Finnland Fragen stellen, die sie sich vorher nicht gestellt haben. Also Beitritt zur NATO, ja, nein. Wir hatten neulich ein Treffen mit dem Vorsitzenden der europäischen linken Parteien, natürlich digital, und da war relativ deutlich, dass ein Großteil der europäischen Linken zum Beispiel Waffenlieferungen ablehnt. Aber zum Beispiel die finnische linke Partei, also unsere Partnerpartei, darüber nachdenkt, ob sie für einen NATO-Beitritt sein soll oder nicht. Das hat wirklich Sicherheitsinteressen, was man ja wirklich ernst nehmen muss. Die dänischen sagen, okay, natürlich sind wir für Waffenlieferungen. Also auch da sind sich linke Parteien gar nicht einig. Aber ich will sagen, wenn wir sagen, die NATO ist nicht das Nonplusultra, was wir tun, und wir sagen, die NATO hat auch viel, viel, viel falsch gemacht, dann müssen wir beantworten, ganz in deinem Sinne, für was wir sind.
Und dann sind wir wieder bei einer linken positiven Erzählung. Also auch die Fragestellung nach alternativen Konzepten von Sicherheit, die auch die anderen Punkte wie soziale Gerechtigkeit, Ökologie beinhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich sage das jetzt zum Ende, weil das wahrscheinlich das Thema sein wird unseres nächsten Maldextra-Salons, den wir zum Erscheinen der nächsten Nummer organisieren werden. Genau. Die nächste Nummer ist geplant. Bereits in ein paar Wochen fangen wir an, sozusagen die Texte einzuwerben. Und wir wollen uns nochmal dann widmen auch der Frage von einer positiven linken Friedenspolitik. Das ist das Thema für das nächste Mal. Die Fragestellung heute, also wir haben im Vorgespräch gesagt, wir haben mehr Fragen als Antworten. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass wir es heute schon geschafft haben, so ein bisschen die Umrisse, die Konturen von der linken Haltung zu diesem Krieg in der Ukraine zu zeichnen, zu einer möglichen Positionierung zu zeichnen, die differenziert ist und die einen Blick darauf wirft, was sich hier verändert in Deutschland und wie wir hier reagieren müssen als Linke auf diese neue Situation. Dafür möchte ich euch beiden herzlich danken. Dir, Susanne, und dir, Julian, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder hier. Genau, und ich möchte auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die aus dem Publikum mitgewirkt haben und vor allen Dingen bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die die ganze Technik aufgestellt haben, die, ich sage mal, im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert hat. Ich hoffe auch, dass sozusagen im Internet das gut funktioniert hat. Ich wünsche euch allen herzlichen einen schönen Abend. Genau, und freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.